Ja, moin und willkommen auf unserem Kanal hier. Heute geht es um den Teiletrenner, der in der großen Lego-Box mit dabei war. Ich weiß noch nicht mal, ob das die größte schon ist oder ob das ein Mittelding ist, keine Ahnung. So, auf jeden Fall dieser Teiletrenner. Ja, wird hier auch nochmal wunderbar erklärt, wie man das anstellen soll, wie man mit dem Teiletrenner umgeht. Na? Also für alle, die es jetzt bisher noch nicht wussten. Und ich denke, das kann nicht schaden. Ja, hier ist er. Ne? Und ja, wir können den ja mal ausprobieren. Ne? Mit dem Teil hier soll man zum Beispiel solche Achsen hier rauskriegen können. Oder auch bei Felgen zum Beispiel. Ja? Also ich drücke hier gerade ein bisschen. Ne? Aber ich sag mal so, ja, rein geht er da nicht. Also der ist wirklich nur zum rein wegdrücken. Und das haut hin. Ja, also ich hole hier wirklich die Felge runter. Das haut schon mal hin. So, Felge wieder drauf. Erledigt. Dann nehmen wir uns hier mal so eine Platte. Ja. Und werden jetzt einfach mal, ja, den hier drunter setzen. Den hier drauf. Ja, und dann sollen wir den ja. Ja, also dann kann man ihn auch ganz normal abziehen. Also so richtig fest sitzt er hier nicht drauf, dass man da dann so machen könnte. Obwohl, doch, habt ihr gesehen, ja. Das funzt auch. Also man muss ein bisschen Feingefühl mit reinbringen. Andersrum kriegen wir den jetzt hier los, indem wir jetzt hier unterhaken. Ja, diesmal umgedreht. Na? Und dann müssen wir hier so ein bisschen gegendrücken. Nein. Also, ich sag mal, der Sechser ist da wahrscheinlich ein bisschen zu groß, na, geht aber auch. Ja, wenn man es ein bisschen, also wenn man es jetzt umgedreht hat. Wunderbar, das haut also hin. Dann brauchen wir noch eine Fliese. Ich hoffe, dass ich jetzt mal eben eine Fliese finde auf die Schnelle für uns zum Testen. Also müssen wir nicht gleich übertreiben und mit dem Schwersten anfangen. Eine flache Fliese, das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, vorhin hatten wir noch reichlich durch die. Ach ja, nehmen wir noch gleich hier, die hier, die blaue. Spielt ja keine Rolle, ne? So. Und zwar setzen wir die jetzt hier wieder drauf. Ja. Und jetzt sollen wir mit der anderen Seite hier unterhaken. Und siehe da, es funzt. Also wunderbar. Wir nehmen auch mal gerne mittendrin. Ne? Falls man sich halt mal verdrückt hat. Und jetzt ist das Ding hier mittendrin. Ja, bisschen fummelig, aber man muss ein bisschen üben. Aber dann haut's hin. Jo, also ihr seht, ihr könnt auch dann bei denen hier diese Achsaufnahmen haben, ne? Diese mit den Löchern drin, ne? Die 4x4 und so weiter. Da könnt ihr dann hier die Achsen wieder mit rausdrücken mit dem Nipsi hier. Jo, also haut hin. Ja. Vielleicht habt ihr ja einen besseren Teiletrenner, ich weiß es nicht. Aber der ist schon mal ganz gut. Ja, da hatte ich tatsächlich mit einem anderen Ding hier schon mehr Probleme gehabt. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bleibt uns wohl gesonnen und bis zum nächsten Video.